glaube, das ist der Feuerameisenhügel. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Grounded. Der Jubro ist gerade in den den Tod Tod geschwungen. Gesprungen. Ich bleib da mal hier oben, ne? Ich warte auf dich. Wir wollten eigentlich zu den Termiten. Dabei habe ich jetzt gerade dieses Loch da drüben entdeckt, da, wo mein Punkt drauf zeigt. Und, Jubro hat da unten ein Quarzit gesehen. Ja, und Arbeiterameise kommt zu dir. Zumindest in die Richtung. Ja, aus irgendeinem Grund hängen die davon irgendwie fest. Ach, cool. Aber ich weiß nicht, wenn ich da runterspringe, zu dem Milchzahn, ob ich wieder hochkomme. Ja, kommst du allgemein wieder hoch, ist jetzt die Frage. Ich möchte nämlich... Achso. Hallo? Das hatte ich noch gar nicht in Frage gestellt. Okay, er hat Science gefunden. Er steht da vorne auf der Wurzel. Hallo. Aber anscheinend kommst du hier wieder hoch, ja. Ich hab Yogi Schwellkopf entdeckt. Wer ist Yogi Schwellkopf? Ich weiß nicht. Ein Kopf, der da unten liegt. Ja, aber ich will ja noch ein Stück tiefer. Und ich befürchte, dass ich da nicht wieder rauskomme. Ja, das wäre schlecht. Ja. Könnten wir uns erstmal auf das eine konzentrieren, bevor wir jetzt das nächste machen? Schwierig, schwierig, da ist Milchzahn. Ja, und Quarzit, könnt ne? Könnt ihr einfach mal durch den Ameisenbau laufen. Ja, have fun. Ich muss... Ich weiß... Oh Gott. Er wird so drauf gehen. Ach, hier ist unser Ghetto-Käfer wieder. Der sich gerade verpisst hatte, Jubro. Die greifen mich hier auf jeden Fall nicht an. Die kommen da, glaube ich, nicht durch aus irgendeinem Grund. Die Sau läuft hier unten rum. Mach da mal was Blödes. Ja, ja, mach du mal. Ich greife mal den Ghetto-Käfer an. Der wieder da ist. Ich greife mal die Feuerameisenkrieger an. Wo ist dieser? Fight or embrace the better part of valor. Ja, das ist denn hier gute Frage. Fight or Shit. Nee, das ist ein anderer. Oh, scheiße. Was hast du jetzt gemacht? Ja, eine Ameise hat sich entschieden, ich hüpfe dann doch mal über die andere einfach drüber. Aber es geht. So, die erste ist tot. So, zweiter Krieger tot. Wir haben mal Libeln. Boah, ich kann den ganzen Scheiß hier abbauen. Ich bin im Himmel. Sein Inventar ist fast voll und er ist ein... Nein! Warum kommt denn jetzt schon wieder eine Ameise? Mann, lass mich in Ruhe. Ich will das abbauen. Ach, ja, spuck mich an, du musst Ding. Alter, ich stehe jetzt nur hier oben und warte, dass Jubro wieder auftaucht. Ja. Wir gucken einfach mal, was wir in der Zwischenzeit machen. Das ist der Ghetto. Fetter Dickarschkäfer. Hä, wo läuft der denn jetzt lang? So, kann ich jetzt bitte... Ach nein. Ach da so. Oh, ich dachte schon gerade. Da gerade ist ja alles oberster Quarzit. Und ich könnte hier nichts abbauen. Okay, ich sollte den vielleicht doch nicht mehr abschießen, sonst habe ich hier keine Pfeile mehr. Ja. Ach, da ist der Dicke. Ja, viel Spaß beim Rauslaufen, Jubro. Der Dickarschkäfer ist wieder da. Hm. Jetzt hat der auch schon wieder volles Leben. War zu erwarten.
Ich schieße jetzt gerade von oben mit Pfeilen auf ihn. Er guckt auf mich. Lustig. Ach, da unten drunter ist auch so ein Ghetto-Ameise. Und da drunter bin ich. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier irgendwie wieder hochkomme. Ja. Ohne Milchzahn. Ich verstehe diese Ameise darunter nicht. Ich glaube, ich habe ein Problem, Houston. Wo rennt dieser scheiß Käfer hin? Was hast du? Oh, Pfeile. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Doch, du bist oh, scheiße. Du sagst doch, ja, wie denn? Keine Ahnung, Jubo, ich bin gleich tot. Ja. Kann ich ja nun nichts für. Das ist jetzt mal ausnahmsweise nicht meine Schuld. Nein. Keine Chance. Und was hab ich denn jetzt schon wieder aggro? So, von dir. Gut, ich hab jetzt noch 32 Pfeile. Ja, die anderen liegen so am halben Weg nach unten zu mir. Ich komme aber nicht dran. Achso. Kann sie nicht mitnehmen, sonst hätte ich sie aufgehoben. Oh Gott. Boah, wie der hier mich einfach nur sieht und dann, ne? Gesichtsaggro meinst du? Ja, ja, der dreht sich sofort zu mir um und ist sofort wieder pisst. Kleines Stinktier. Ich komm hier nicht weiter hoch. Alter. Ich komm nicht weiter. Verrecken nicht. Na, willst du dich nicht wieder umdrehen und mich anmaulen? Ja, also wir brauchen die Sachen von dem dicken Käfer da, von dem Nashornkäfer. Aber, naja. Du bist doch vorhin hier aber über eine Wurzel hochgekommen. Du kommst da nicht hoch. Ich komme hier nirgendwo hoch. War ein echtes Problem. Weil hier stehen zwar Steine, die so aussehen, als wenn du da dann hochspringen könntest. Ja. Aber du glitschst da durch. Oh, scheiße. Die haben keine Oberfläche. Nein. Oh. Okay, also. Ich komme hier nicht mehr raus. Man muss hier echt aufpassen, was man tut. Denn es gibt hier noch total viele Grafikglitches anscheinend. Nee, ich denke mal, das beabsichtigt. Doch, da kommst du doch jetzt raus. Wo denn? Über die Wurzel da rüber zum, zur Erde. Was? Du stehst da gerade oben auf der Wurzel. Ja. Ja, und dann, und die, wo, die Wurzel geht dort da oben diesen Erdknäuel rein. Ja. Ja, und von da aus dann hier rüber. Springen. Wie von da aus? Wo soll ich denn jetzt hinspringen? Auf den Erdknäuel vor dir. Was für ein Erdknäuel? Hier ist ein Berg. Ja, das sieht von mir aus, als ob man darauf stehen kann. Ja, kann man bestimmt, aber der ist sechsmal so groß. Achso, wie okay. Ich. Also im Moment sehe ich nur einen Weg und der geht nach unten und da will ich nicht hin. Weil mich durch einen roten Ameisenhügel zu prügeln. Aber ich habe ja keine Wahl. Ich muss jetzt da rein. Aber ich weiß auch nicht, wo da der Ausgang ist. Tja, entweder kommst du hier oben zu dem Ausgang oder zu den anderen. Ach, was soll's. Ich sterbe, ist das halt so.
Nein. Ja, was soll ich denn machen? Oh. Ich bin jetzt einmal hier reingehüpft. Ja. War eine doofe Idee, muss ich jetzt irgendwie mit klarkommen. Also weißt du, bei dem Singleplayer-Stand bitte nicht. Auf jeden Fall. Da unten So, wo steht der geht's da kleine jetzt Jugo. weiter? Da steht er. Da ist noch irgendein Skeppteil, was man sammeln kann. Und dann geht's da in die Höhle rein. Oh Gott. Hier unter mir in die Höhle oder was? Nee, genau da unter der Wurzel, wo du meintest, kletter doch da hoch, da geht's rein. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich erstmal die Krieger da wegmache. Oder zumindest versuche, bevor ich da runterspringe. Wenn ich sie treffen würde. Soll ich mit runterkommen? Musst du wissen. Weiß nicht, ob ich hier lebend rauskomme. Das ist es nämlich. Kann nicht sagen, komm mit dir runter und dann stirbst du hier unten. Und kriegst dein Dann Zeug haben wir nie beide wieder. unser Zeug verloren. Wir beobachten den Jobro, wie er da unten mit den Ameisen kämpft. Ich dachte mir nur, wäre eine gute Idee, die zwei schon wegzumachen, bevor ich da runterspringe. Ja. Ja, an sich, ja. Feuerameisen sind sich deiner Anwesenheit bewusst. Ach. Das ist sowieso egal, die sind sowieso aggressiv. Ja. Die eine hast du, ne? Schon. Ja. Vielleicht kommst du ja jetzt dann an die Pfeile drin. Wenn der stirbt und keine neuen da jetzt rauskommen. Na, dann gehen wir mal runter, ne? Jubro, stirbt nicht! Oh, muskulös. Ach, wir können uns in der Zeit mal das Farbschema angucken. Ich. So, ich würde sagen, ich nehme jetzt ein Schild und die Fackel in die Hand und renne einfach. Ja. Vorher trinke ich nochmal mein letztes Wasser. Oder ich höre schon wieder Geräusche. So, noch was Auch essen. muskulös ist eigentlich gar nicht mal so hässlich. Ich habe jetzt muskulös drin. So, mein Schild. Meine Fackel ist natürlich auch fast kaputt. Super. Und es ist auch noch dunkel. Es kommt immer, wie man es nicht braucht. Oh Gott. Warum kann ich denn... Okay, ich kann Fackel und Schild nicht gleichzeitig in die Hand nehmen. Auch interessant. Oh Gott. Ich gucke mich schon wieder um. Ich sollte mich nicht umgucken. Nein. Ich sollte mich... Aber hier sind so viele tolle Lichter. Nein, beweg dich jetzt da raus, Mann. Ja, ich lauf ja. Aber hier sind ganz viele Ressourcen. Oh, die können wir immer Wir noch müssen noch holen, mal sobald wir die wiederkommen. Ameisenrüstung haben. Gehen wir Ja, da wieder rein. ich lauf. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Hier sind auch Süßigkeiten. Jubo. Ja, ich sag doch nur, was ich sehe. Oh, Robuster Quarzit kannst du. Hier ist gerade. Ach doch, Scheiße. Zwei Ameisen. Hilfe. Noch mehr. Wo geht's denn raus? Da ist Dings. Nicht beißen, nicht beißen, nicht beißen. Ich muss doch. Ich, Hilfe. Ich bin doch neu hier. Nee, da bin ich, glaube ich, hergekommen. Also unser Verdacht war auf jeden Fall, dass hier hinten eigentlich irgendwo der Termitenbau ist. In einer, ich glaube, das hier könnte er sein. In so einem Oh Gott. Holzdingsbums. Er sieht aus, glaube ich, wie so ein Zaunpfahl. Ja, Dschungelameisenhaufen. Yay. I'm free again. Wow, du bist da ganz hinten jetzt. Ja. Jubo. Ich bin voll, voll cool. Oh, jetzt muss ich zu Jetzt Jubo. brauche ich nur noch einen Platz, wo ich mich verstecken kann. War total easy, der Soll ich Dirt. zu dir kommen oder kommst du zu mir? Ich weiß nicht, ich muss mich jetzt erstmal orientieren. Vielleicht ein bisschen frisches Wasser einsammeln. Also bei mir hier hinten ist ein Safe.
Spot. Ich renne aber jetzt nicht zurück. Ich bin doch näher am Termitenhügel als du, oder nicht? Weiß ich nicht. So, ich habe mal wieder einen Wassertropfen. Okay, wir sollten jetzt definitiv irgendwie zum Jubro. Finde ich auch, zum Jubo zu gehen, ist immer eine gute Idee. Vor allem, wenn der so ganz allein ist. Hallo Sandy. Jubro? Seh dich. Was machst du da oben? Wasser holen. Was sind das für Geräusche? Weiß Tag. nicht. Tag. Schmeiß dir mal einen Verband rein. Ach so, ja. Und da, Forschungsstation. Hab ich doch richtig gehört. Was ist das für ein Geräusch? Spinne. Weg, lass mich raus. Ah, wo ist Spinne? Irgendwo draußen. Ah, voll Spinne. Ah, ah, ah. Hilfe, Mama. Hilfe. Und machst das. Wo ist die Spinne hin? Weiß ich nicht. Du machst das schon, ja klar. Berühmte letzte Worte. Da ist auch noch ein dicker, schwitter, schwarzer Marienkäfer. Wo ist die Spinne denn hin? Und die sah Die so ist hier anders unten. aus. Die läuft hier unten bei mir irgendwo rum. Ist das eine normale? Ich weiß es nicht. Die sah so rot aus, aber kann auch Einbildung gewesen sein. Nee, ist eine normale Wolfsspinne. Jo, Wenn man Bro, ich komme Todesangst hier hat. nicht raus. Warum Weil die nicht? Alte hier rumläuft. Ja, dann rennst du dann vorbei. Warte, ich guck mal. Die ist ganz weit weg. Na, so weit auch noch nicht. Ich glaube, sie hat dich gewittert. Ja, jetzt kommt sie zurück. Da kann ich mich im Moment entspannen. Jetzt geht sie weg. Sie bleibt stehen. Sie wittert, sie kommt wieder zurück. Vorsicht, du rennst in den schwarzen Marienkäfer gleich rein. Sehr gut hast du das gemacht. Sehr gut. Wo bist du denn? Ich stehe hier auf einer Wurzel. So, wir müssen in die Richtung. Können wir uns da nicht mal irgendwie was markieren? Stumpf, in die Richtung müssen wir noch. Stumpf klingt doch schon mal gut. Da ist auch ein verlorener Burgle-Chip. Ja, das soll ja auch der Termitenboss sein. Ja, aber den wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nur. Was brauchen wir überhaupt? Für die Axt. Termitenteile, die Fussel, die da unten drin sind. Mandibeln. Mandibel. Mandibel yourself! Was ist denn mit der Schmiere? Haben wir da eigentlich genug Was für von? Schmiere? Entschuldigung. Wir brauchen zum Herstellen noch irgendwelche Schmiere. Ich habe hier ziehe Schmiere 3 Stück im Dings. Und zu Hause dürfen Okay, wir auch aber. 5 oder 7 haben. Warte mal, läufst du jetzt ohne mich? Ich bewege mich nur langsam vorwärts. Was ist das? Marink. Kennen wir den schon? Ja. Was ist denn das? Ach, in diesem. Weiß ich nicht, wie heißen Passt die? auf. Die. Ich beende jetzt hier die Was? Folge. Wir laufen in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Okay. Tschüss.